Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute, irgendwer hat einen Vogel. Also im Zweifelsfall ich sowieso. Von Bluebricks, diesmal zwei Vögel. Ihr kennt das, Bauanleitung nicht drinne, lade ich gerade runter. Kostenlos, einmal registrieren, alles kostenlos runterladen. Bevor wir was auspacken, ich tue mich immer schwer, ich erzähle nie was vom Teilpreis, weil der Teilpreis ist, wenn ich einen kleinen Karton habe, kann ich den Teilpreis nicht mit etwas vergleichen, wo ich einen riesen Karton habe, mit viel mehr Teilen, weil hier das zu verpacken, macht viel mehr Arbeit. Trotzdem erzählen wir das. Hier haben wir die Nummer 104735, 165 Teile für 9,95. Das ist ein Rosella-Sittich. Naja gut. Das ist ein Sittich, die Nummer 104747, 178 Teile für 11,95. Und jetzt rechnen wir mal ein bisschen. Der Sittich hat 13 Teile mehr, kostet 2 Euro mehr. Ich finde, jeder Preis für sich geht. Aber wenn man das wieder miteinander vergleicht, dann kommen wir darauf, dass der gute Sittich die Differenz, nämlich die 13 Teile mehr, haben Teilepreis, nicht der Gesamtteilepreis, sondern nur der Differenzteilepreis von 15,38 Cent. Und damit sind wir in Gefilden, die doppelt so hoch sind wie so manch ein anderer Hersteller von Klemmbausteinen im absolut obersten Segment. Da stellt sich mir die Frage, hat da wer einen Vogel? Naja, nichtsdestotrotz, ich finde, wenn der gut aussieht, sind 11,95 trotzdem gerechtfertigt. Ihr kennt das, ich fange mit dem an, kloppt mir das auf den Teller, guck mal nach, wenn es was Besonderes gibt und wenn nicht, sehen wir uns am Ende. Und dann wird der zusammengehauen und dann ganz am Ende mal eben kurz ein Fazit über beide Vögel. So, auspacken fertig, sehr übersichtlich, soll es aber auch bei 165 Teilen sein. Und nicht nur Kleinteil, auch etwas Größeres. Ob das Ding hier als Teil bezeichnet wird, weiß ich nicht. Der ist für diese Bügelperlen, um die irgendwo raufzusetzen. Wir bauen das Ding mal eben zusammen. So, der Rosella-Sittich ist fertig. Die Bauanleitung ließ wirklich keine Fragen offen. Das ist der Stab, um die Bügelperlen reinzumachen. Man mag es kaum glauben, eine Bügelperle ist über und in der Tat, eine 2x2 ist über. Hat mich verwundert. Naja, egal. Da ist das gute Stück. Von vorne, von den Seiten. Ja. Schön. Rosella-Sittich. Also ein Sittich auf jeden Fall. Man kann die Flügel ein bisschen abklappen, so wie man das möchte. Und die Schwanzfedern kann man auch ein bisschen, so wie man möchte, ups, sich nach oben oder unten einstellen. Bei mir wird er so ins Regal reinkommen, sieht gut aus, nimmt am wenigsten Platz weg. Dann frickeln wir mal eben den anderen zusammen. So, hier haben wir die Bauteile vom Sittich. Auch hier wieder so ein Bügelperlen-Connector dabei. Dass das jetzt 13 Teile mehr sind, sehe ich natürlich nicht. Ne? Naja gut, wir bauen die mal eben zusammen und dann schauen wir mal, was, wie die beide zusammen aussehen. So, Bauschritt 10 vom Sittich. Ich glaube nicht, dass ich alle Stellen finde, wo sie Teile, sag ich mal, mehr produziert haben als Not tut. Bei dem anderen Vogel ist an dieser Stelle ein 1x2 genommen worden. Hier sind zwei Einer genommen worden. Logisch, habe ich schon mal einen Teil mehr. Jetzt muss ich nur noch 12 Teile finden. Und denn von der Optik her sehen die Vögel ziemlich identisch aus. Also klar, andere Farben und so. So, fertig. Das ist über. Eine Bügelperle und ja, dieser Connector für die Bügelperlen. Da sagen wir mal zu, das haben die doch sauber gepackt, oder? Da ist er. Von vorne sitzt auf dem Ast, genauso wie der andere. Also, das hier ist der für 11,95. Und das ist der für 9,95. Ups. Also, ich mag sie beide leiden. Und ich finde, sie sind auch beide gelungen. Und ja, man erkennt auch so ein bisschen, was das ist. Ja, bis auf eine Stelle, da hat man wirklich einen Teil einfach mehr gemacht, damit man mehr Teile macht. Da sind zwei, drei Teile mehr drin. Ich finde den mit 11,95 nicht zu teuer. Sagen wir es mal so. Aber 11,95 im Vergleich zu 9,95, das finde ich nicht in Ordnung. Da hätte man wirklich die ganzen Vögel alle irgendwie, weiß nicht, 9,95,
Wollte ich unbedingt vorne eine 9 haben. Ich hätte sie für glatt 10 rausgeschoben. Aber ist ja egal. Hübsch sind sie. Preisliche Differenz habe ich jetzt mir jetzt genug zugesagt. Wenn man einen Vogel hat oder einen Vogel mag, doch, den kann man sich mal so für zwischendurch gerne mal zulegen. Hat Spaß gemacht.